Epilepsiechirurgie wird immer dann eingesetzt, wenn mindestens zwei Medikamente nicht mehr gegen die Anfälle helfen. Das heißt, in der Regel sind das Patienten, die nicht erst seit gestern Epilepsie haben, sondern wo schon viele Bemühungen unternommen wurden, die letztendlich nicht zum Ziel geführt haben, sodass wir dann an einen epilepsiechirurgischen Eingriff denken. Beim epilepsiechirurgischen Eingriff soll das Areal des Gehirns entfernt werden, was die Anfälle verursacht. Das heißt, man muss vorschauen, woher die Anfälle kommen und muss auch schauen, welche möglichen Folgen das haben könnte. Das heißt, der Eingriff steht erst am Ende einer recht langen diagnostischen Kette. Wir versuchen, die Folgen eines epilepsiechirurgischen Eingriffs dadurch abzuschätzen, dass wir vor der Operation simulieren, was für Funktionen in diesem Areal zu Hause sind, die dann nicht mehr vorhanden sind, wenn dieses Areal entfernt wurde. Insofern können wir meistens dem Patienten eine recht gute Einschätzung der möglichen Folgen abgeben.